Hallo und herzlich willkommen zur ersten Ausgabe vom Im Ländle TV Magazin. Ich bin Steffi und das ist Petra und wir haben uns beide zusammengefunden, um Im Ländle ins Fernsehen zu bringen. Ich bin Bloggerin und schreibe gemeinsam mit den Menschen aus dem Zollernalbkreis Geschichte. Und weil hier so viel Spannendes passiert, berichten wir einmal im Monat in diesem TV-Magazin darüber. Die Themen, die sind so kunterbunt wie das Leben und ich bin selbst sehr gespannt, was uns noch vor die Kamera laufen wird. Wir treffen Petra Nann in der La Pergola in Balingen. Über den Chef Santo hat sie auch schon geschrieben, auf ihrem Blog Im Ländle. Die 35-Jährige hat vor 4 Jahren ihre Leidenschaft zu schreiben entdeckt. Für sie eine Angelegenheit des Herzens, Themen, die sie wichtig findet, zu Papier zu bringen oder eben ins Notebook. Vor 2,5 Jahren habe ich angefangen, einen Blog zu schreiben, nicht unter meinem richtigen Namen. Und habe aber bemerkt oder habe für mich erkannt, dass es hier im Zollernalbkreis, im Ländle, unheimlich interessante Menschen, Geschichten und Anekdoten gibt, wo ich einfach auch ganz tief in mir das Bedürfnis gespürt habe, da muss ich was drüber schreiben. In regelmäßigen Abständen schreibt Petra auch was über die Ladies aus dem Schicksal in Balingen. Sie verbindet inzwischen eine kleine Freundschaft. Gemeinsam arbeiten sie an einem Lookbook, wollen damit Trends setzen. Also Schicksal ist für mich, Schicksal, wie es so schön klingt, Menschen glücklich zu machen, vor allem Frauen glücklich zu machen. Die Männer sind dann ja auch glücklich, wenn die Frauen glücklich sind. Und schöne Labels zu suchen, was nicht immer ganz einfach ist. Aber wir stellen jetzt mehr und mehr fest, dass es hier im Ländle auch ganz tolle Designer gibt, die auch sehr viel Erfolg haben und einfach schöne Sachen haben, die besonders sind. Gerade dieses Besondere sucht Petra in der Boutique, aber auch im Ländle, die Stücke von Designern aus dem Zollernalbkreis. Und genau darum geht es. Wer steckt dahinter? Welche Geschichte kann man mit den Kleidungsstücken erzählen? Petra will all diese kleinen Geschichten aus ihrer Heimat aufschreiben. Also es geht ganz klar um Lifestyle, um Trends, um Beauty und so weiter. Aber um was es immer geht, sind die Menschen, die dahinter stecken. Und es gibt Schicksale, es gibt Liebeskummer, es gibt Freude, es gibt Tränen, es gibt Lachen, Nachdenkliches und Kritisches und einfach das, was uns Menschen bewegt. Die Geschichten sind da, sie müssen nur runtergeschrieben werden. Für Petra steckt in jedem das Potenzial zu schreiben. Das braucht Platz und den gibt's im Ländle. Sie will die Menschen animieren, die Geschichten mitzuschreiben. Die Leute mit ihren Ecken und Kanten, das ist das, was sie interessiert und woran sie unheimlich viel Freude hat. Sie ist neugierig auf unterschiedliche Sichtweisen und auf Stories aus dem Zollernalbkreis. Und was halt beim Im Ländle ganz arg wichtig ist, das ist nicht mein Blog, sondern das ist unser Blog von allen Menschen, die hier im Ländle zu Hause sind. Und das heißt, mein größter Wunsch oder Traum wäre, wenn alle mitschreiben. Wenn sie irgendeine Geschichte, eine Story, die sie bewegt, runterschreiben, vielleicht auch mit Bildern oder einem kleinen Video einreichen. Das wird von mir überarbeitet, das darf dann freigegeben werden oder wieder korrigiert werden, bis es dann auch für denjenigen passt. Und dann veröffentlichen wir das im Ländle. Wie viel ihr ihre Heimat bedeutet, das ist Petra das erste Mal so richtig bewusst geworden, als sie mit Mitte 20 dachte, sie müsse jetzt raus in die weite Welt und nach Düsseldorf gezogen ist. Dann lernte sie ihr Zuhause mit dem Essen, der Kultur und der Natur erst so richtig zu schätzen. Für sie gibt es hier noch so viel mehr, über das es sich zu berichten lohnt und was nach außen getragen werden soll, als eine Liebeserklärung an die Heimat. Und nach dieser ersten TV-Ausstrahlung hat Im Ländle so richtig Fahrt aufgenommen. Petra und ich waren immer öfter in Kontakt und dann kam Petra mit einer Tätowiererin um die Ecke. Tätowierungen sind für viele von uns Körperkult, Kunst und auch eine besondere Art, sich auszudrücken. Wir haben für euch Angie Strobel in Winterling besucht, in ihrem Studio Eigenart. Und ich muss sagen, sie leistet wirklich beeindruckende Arbeit. Im Ländle geht unter die Haut. Petra ist bereit für ihr nächstes Tattoo. Der Schriftzug Ich bin soll es werden. In Winterlingen bei Angie Strobel wird es ernst. Nur noch wenige Minuten, dann schmücken 2 Wörter ein Leben lang Petras Unterarm. Tätowiererin Angie ist routiniert, auch wenn sie vor kurzem erst Jubiläum gefeiert hat. Seit einem Jahr verwirklicht sie sich schon mit ihrer Kunst im eigenen Tattoo-Studio. Vorher hat sie aber auch schon gestochen. Ein Bekannter von mir, der hat mich mal mitgenommen zu seinem Tätowierer und hat gemeint, ich soll meine Mappe mitnehmen, weil ich schon immer gezeichnet habe. Und ja, dem hat es dann gut gefallen und so bin ich dann ein bisschen darauf gekommen. Ich habe dann auch relativ schnell Gefallen daran gefunden. So wie Petra hoffentlich für immer Gefallen an ihrem neuen Tattoo findet. Und selbst wenn nicht, pimpen kann man immer, wie Angie sagt. Ihre Kundschaft ist eher weiblich. Sie sticht viel Florales, viel Feminines,
viel mit Farbe. Also ich versuche schon immer auf den Kunden einzugehen, den Kundenwunsch auch umzusetzen, aber ich versuche schon auch meinen Stil damit einzubringen. Die floralen Motive hat Angie auch selbst am liebsten auf der Haut. So viele sind es, sie hat aufgehört zu zählen. Immer kommt eins dazu, dann sei es irgendwann ein großes Ganzes. In ihr Tattoo-Studio kommen auch häufig die weniger Glücklichen, dann bessert Angie aus. Also das geht eigentlich, es sind mehr so Kleinigkeiten, wo die Leute meiner Meinung nach nicht drüber nachdenken. Wo sie dann einfach, weil es billig ist oder weil sie schnell einen Termin bekommen, irgendwo hingehen und das zur heutigen Zeit, wo man eigentlich sich viele Infos aus dem Internet auch ziehen kann, wie der Tätowierer arbeitet, wie die Bilder sind. Tätowieren ist voll mein Ding, sagt die 28-Jährige und beendet Petras neues Schmuckstück. Und die scheint sehr zufrieden mit ihrem neuen Tattoo. Es ist schon was Besonderes, wenn jemand anders rausgeht. Also mir persönlich ist ganz arg wichtig, den Kunden glücklich zu machen. Wenn der Kunde nachher in den Spiegel guckt und das sieht und sich dann freut, das ist für mich eigentlich Lohn genug. Ob sie sich vorstellen kann, was anderes zu machen? Niemals, sagt die 28-Jährige. Mit ihrem eigenen kleinen Studio kann sie sich nun ganz ihrer Kunst widmen und auch andere damit happy machen. Sport ist Mord, sagen die einen. Die anderen genießen ihn, allerdings eher passiv und vor dem Fernsehen. Und viele von uns brauchen die Bewegung, um sich wohlzufühlen oder um damit in Form zu bleiben. Dann gibt es da aber auch noch die Extremen. So wie Alex und Carsten. Alex fährt Mountainbike und Carsten ist Trailrunner. Wir haben die beiden Jungs am Zoller Steighof getroffen und sie auf ihrem Trail begleitet. Das, was sie tun, machen sie nicht nur für sich, sondern für den guten Zweck. Carsten Heinz läuft und läuft und läuft und läuft. Am liebsten hier rund um das Zeller Horn. Und das schon seit knapp 4 Jahren. Angefangen hat alles, weil er ein bisschen auf seine Linie achten wollte, wie er sagt. Zuerst waren es 5 Kilometer, dann 10. Dann wollte er den Halbmarathon, aber eigentlich keine halben Sachen, also dann den Marathon. Aber er ist kein Straßenläufer. Carsten Heinz ist Trailrunner. Also bei uns kommt es weniger auf Zeiten an, sondern eher aufs Abenteuer. Wir laufen gern weit. Wir haben bestimmte Ziele, die wir vorher ausmachen und schlagen uns dann einfach durch. Trailrunning beginnt, wo der normale Weg aufhört. Hier baut Carsten Stress ab, kann Dinge verarbeiten, macht sich den Kopf frei. Und am liebsten läuft er für den guten Zweck. Familiär beschäftigt ihn die Stoffwechselkrankheit Mukoviszidose. Mit seinen Läufen macht er auf die angeborene Erkrankung aufmerksam. Damals die Idee für diesen Lauf kam, der Mukoviszidose e.V. ist 50 Jahre alt geworden. Da habe ich gesagt, okay, ich probiere das. Mach 50 Kilometer für Mukoviszidose mit dem Banner und laufe dann quasi über 5 Berge. Und an jedem Berg oben zeige ich das Banner und habe das dann ein bisschen via Facebook und Social Media ein bisschen gepusht. Und ja, dieses Jahr habe ich das wieder vor und will mal schauen, wie weit ich komme über die 50 Kilometer. Manchmal, wenn es zäh wird, wenn die Beine lahm werden, wenn die Strecke zu lang geradeaus geht, dann kommt Alex dazu. Sie sind ein Team, Freunde und doch nicht allein. Mittlerweile gibt es schon eine Gruppe von 10 Mann, die Hohenzollern Trailrunner. Zwischen 30 und 50 Kilometer laufen sie regelmäßig, an nur einem Tag wohlgemerkt. Und bei uns hier die Gegend, die bietet sich total gut an. Viele Singletrails, viele schöne Wege. Da bin ich einmal auf so einen Berg hochgelaufen. Und das hat mich nicht mehr losgelassen. Also diese Weite, dieser Ausblick, die kleinen Trails, die Möglichkeiten, die Freiheit. Man kommt überall hin. Es gibt keine Grenzen. Dieser Grenzenlosigkeit vergewissern Sie sich 3 bis 4 Mal die Woche und noch öfter, wenn Sie können. Liebe Zuschauer, und das war sie jetzt auch, die erste Ausgabe vom Im Ländle, das TV-Magazin. Wir hoffen, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir. Und zum Schluss haben wir uns was Besonderes für euch überlegt. Und zwar gibt es Platz für Grüße aus dem Zollernalbkreis. So wie Betsy aus Balingen, sie hat eine Nachricht für ihren lieben Mann Kai. Vielen Dank für deine Unterstützung, deine Ehrlichkeit, dein Vertrauen, dein Lachen, deine liebevollen Worte und deine wunderbare Liebe. Du bist der beste Papi, der beste Ehemann und der beste Freund, den ich mir nur vorstellen kann. You are my sunshine. I love you. Schauen wir, was wir noch haben. Und zwar den Yannick aus Balingen. Der grüßt seinen Dad Heiko,
der absolute Kracher. Dieser hat nämlich die Filmmusik zu Independence Day Resurgence produziert. Yannick schreibt seinem Papa Heiko. Lieber Heiko, viele liebe Grüße an dich aus deiner alten Heimat, dem wunderschönen Ländle. Nun ist es schon mehr als ein Jahr her, dass du auf die Kanaren ausgewandert bist. Es freut mich riesig, dass ihr es geschafft habt, euch dort ein neues Zuhause aufzubauen. Außerdem möchte ich dir zu deinem Erfolg gratulieren. Schwäbische Klänge in dem neuen Trailer von Independence Day. Wer hätte das für möglich gehalten? Ich bin mächtig stolz und das darfst du an dieser Stelle ganz sicher auch sein. Dein Sohn Yannick. Wow! Ja, und wenn ihr selbst auch Grüße habt oder jemand anders eine kleine Freude bereiten wollt, dann schickt doch einfach diese an die unten eingeblendete E-Mail-Adresse und wir machen dann demjenigen eine Freude in der nächsten Sendung. Das war's für heute. Wir freuen uns auf das nächste Mal mit euch und wünschen euch bis dahin eine gute Zeit. Ciao. Macht's gut. Okay? Ja, das sag ich mal lieber jetzt. Dann ist er erst im Kasten. Mach mal, ich so Making-of, kriege ich das mal? Nein. Das verschwindet im Morast. Das ist ein bisschen verkrampft, oder? Ja. Wenn ich entspannt bin, sitze ich so. Ja, aber so wird nicht gesendet. Ja, letzte Moderation machen wir so. Das war's für heute. Wir hoffen, ihr hattet viel Spaß und freuen uns auf das nächste Mal mit euch. Ciao. Macht's gut. Macht's gut. Hallo, das ist voll Signature-Move-mäßig. Ja, ich gebe es. Petra geht's eigentlich nur um die Outtakes. Ist doch voll sympathisch, wenn man winkt, nicht? Ciao. Macht's gut. Schlafen mir schon die Finger ein. Ciao. Macht's gut. Jetzt habe ich total die Hemmung, ey. Ja, zu Recht. Macht's gut. Nee, das fand ich gut. Macht's gut. Vielleicht.